bieten, zur Entspannung noch ein kleines Gedicht zu sich zu nehmen. Gerne. Irgendwelche Einwände? Nein, nein. Ich habe eins mitgebracht, das spielt Neuwied eine Rolle. Okay. Oh. Ich weiß nicht, wie Sie zu den Neuwiedern stehen, aber es ist ja viel Wasser dazwischen. Nein, es ging nicht anders, das ging der Reimerei. Ja. Aber Sie erinnern sich, ich hatte ja dieses Anliegen mit dem Aufmerksammachen auf die Verbindung von Menschen und auf ihre möglichen Ehepartner. Und hier geht es um den Rat einer Mutter an ihre Tochter, worauf sie achten soll bei der Auswahl ihres Mannes. Hören Sie mal selbst, ob das auch Ihre Vorstellung für den Schwerpunkt der Beobachtung der richtige Verbindung, ob das Sinn macht. Ja? Schauen wir mal. Mutters Rat. Mein liebes Kind, du hast nun alle Chancen. Machst du dem Richtigen Avancen? Vergiss Romantik und verschmäh den Held. Auf eines kommt's nur an. Auf Geld. Denk bloß an Onkel Erwin aus Neuwied. Ein Jammer, dass er früh verschied. Wir waren alle so betroffen. Nun ja, er hat sehr viel gesoffen, damals. Doch hinterließ er Irmtraut Millionen. Jetzt lässt sie ihre Dackel klonen und kauft sich auch eine Villa auf dem Mond, weil reduzierte Schwerkraft ihre Falten schont. Da hat noch keiner drüber nachgedacht. Ja, das könnte noch ein Markt werden. Und Lieschen Müller nahm sich einen Chinesen. Sie ist auch wieder voll genesen. Er schlug ihr neulich in den Bauch, das machen andere Männer auch. Ansonsten ist er ganz, ganz lieber. Er ist zwar Waffenschieber, doch er kommt überall gut an, selbst in der Bank des Vatikan. Susanne hat einen Orthopäden, ihr Haus hat goldene Fensterläden und einen Gärtner haben sie auch, mit einem tollen Waschbrettbauch. Ihr Mann hat wenig Zeit für Ehepflichten. Es dauert halt so lang, das Knochenrichten. Derweil studiert sie jede Blumenzwiebel und liest mit ihrem Gärtner in der Bibel. An der Stelle kommen mir immer Zweifel. Und Mechthilds Alter, gut, dass ich es erwähne, ihm fehlen zwar schon alle Zähne, doch baut er ihr ein Schloss wie vom Monarchen und er kann Schuberts Sinfonien schnarchen. Du siehst, triffst du die richtige Wahl, so wird nur eine Frage deine Qual. Was ziehe ich an, die Nerze und ein Kilo Gold? Drum sei nicht dumm, sei reichen Männern hold. Dieser mütterliche